Nächster Redner ist Wolfgang Klinger von der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen, die Zuhörer und Zuseher, geschätzter Kollege Matzenetter, wir reden nicht die KMU schlecht, wir reden die Bedingungen für die KMU schlecht. Das ist nicht falsch. Und ich sage Ihnen jetzt eines ganz klipp und klar von dieser Stelle hier. Seit 1984 bin ich Einzelunternehmer in der Transportbranche, eine der härtesten und umkämpften Branchen überhaupt. Ich bin Einzelunternehmer, Sie wissen, was das heißt. Und noch etwas. Ich bin auch in meiner Größe nie besonders gewachsen oder kleiner geworden. Ich habe diesen Betrieb, so wie ich sie von meinem Vater bekommen habe, weitergeführt. Und es wird immer schwieriger, diese Betriebe, diese kleinen und mittelständischen Betriebe weiterzuführen. Und Sie stellen sich hierher als Vizekammerpräsident und sagen, diese Betriebe sind leicht und super und gut weiterzuführen. Das sind sie leider Gottes nicht mehr. Und ich habe das größte Problem, Herr Matzenetter, ich habe das größte Problem, einen meiner drei Betriebe an meine Kinder weiterzugeben. Nicht, weil diese Betriebe verschuldet sind. Nein, ich werde sie schuldenfrei übergeben. Das Problem besteht, die Zukunftsaussicht. Diese Betriebe positiv weiterzuführen, werden immer schwieriger. Und ich brauche mir ja nur die Steuerquote ansehen. Sehen Sie sich die Steuerquote an. Sehen Sie sich, wo wir es in Österreich, zu was wir es gebracht haben, mit einer der Top 5 Steuerquoten ewig und immer. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir jetzt eines dazu nicht vergessen dürfen, wir haben einen Sozialstaat entwickelt, der dazu angetan ist, dass wir immer mehr vom Ausland zu uns hereinbekommen. Nämlich bildungsfremde Schichten, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und die Lehrlingsproblematik, weil Sie bei der Lehrlingsproblematik sind, mein Haus hat die besten Lehrlinge in Österreich ausgebildet. Wir kriegen aber keine mehr. Wir kriegen keine Lehrlinge mehr für die Gastronomie. Nicht, weil wir schlecht bezahlen. Nicht, weil wir ein schlechtes Arbeitsklima haben. Wir haben langjährigste Mitarbeiter, die treu bei uns arbeiten, auch aus dem Ausland. Auch aus dem Ausland. Aber es muss eines gesagt werden. Es kann in Zukunft, wenn es so weitergeht, immer weniger positiv erwirtschaftet werden. Und da stellt sich für mich die Frage, und ich werde in folgenden Reden noch darauf genau eingehen, weil wir heute die Zeit dazu nicht haben. Da stellt sich für mich die Frage, was machen die Verantwortlichen in diesem Staat, um diese Zukunftsaussichten wieder zu verbessern? Ich wünsche alles Gute für die Zukunft. Die Bedingungen für KMU in Österreich seien schlecht, sagt Wolfgang Klinger von der FPÖ. Er selbst betreibt ein Transportunternehmen seit 1984 und fürchte um die Zukunftsaussichten seines Betriebes.